Die heutige Urteilsverkündung zog viele Zuschauer an, auch solche, die offensichtlich der rechten Szene zuzuordnen sind. Angeklagt war der 29 Jahre alte Ralf Thomas K. aus dem Schwarzwald. Er war der Macher des Internetportals Alter Media Deutschland. Auf dieser Plattform wurde über Jahre der Holocaust geleugnet, zu Gewalt aufgerufen und gegen Ausländer, Juden und Muslime gehetzt. In der Neonazi-Szene war die Seite sehr beliebt. Weil dort geschrieben werden konnte, ohne Rücksicht auf Strafgesetze. Das war von den Nutzern auch als solches erkannt worden. Aus diesem Grund bekamen die Macher von Alter Media auch viel Zuspruch. Aber vor 2 Jahren hat der damalige Bundesinnenminister de Maizière die Seite dann verboten. Die auf Alter Media Deutschland veröffentlichten Beiträge und Kommentare verteidigen Straftaten gegen Ausländer als Selbstschutz, fordern zu Straftaten auf und rechtfertigen Handlungen und Taten des Nationalsozialismus. Heute sprach das Oberlandesgericht Stuttgart sein Urteil gegen die 4 Macher der Seite. 2,5 Jahre Haft für den Hauptangeklagten wegen Volksverhetzung und Rädelsführerschaft in einer kriminellen Vereinigung. Bewährungsstrafen von 8 Monaten bis 2 Jahren für 3 mitangeklagte Frauen. Alter Media war nach den Feststellungen des Senats ausdrücklich gedacht als Plattform, als Medium, wo auch strafbare, volksverhetzende Inhalte veröffentlicht werden können im Sinne einer Gegenöffentlichkeit zu den vermeintlich ansonsten zensierten Medienformen. Die vergleichsweise milden Bewährungsstrafen für die 3 mitangeklagten Frauen begründete das Gericht unter anderem mit deren hohem Alter. Außerdem hätte eine der Frauen mit den Ermittlern kooperiert und sich im Prozess einsichtig gezeigt. Rechtskräftig ist das Urteil aber noch nicht. Die Verurteilten können noch Revision zum Bundesgerichtshof in Karlsruhe einlegen.